Sie denken sich, worum es geht. Es geht um Transformer. Ja? Aber es geht nicht um die hier, weil die sind langweilig. Die gibt es nur im Film und die können nur ganz banale Dinge, so wie draufhauen und schnell rennen und so weiter. Vergessen Sie es. Wir werden uns heute Transformer anschauen. Die können viel, viel, viel tollere Sachen. Ja, die sind viel cooler. Und was noch besser ist, die sind relativ einfach. Ganz einfache neuronale Netze. Naja, einfach sind sie nur, wenn man sie verstanden hat, aber dann ist eigentlich alles einfach. Aber Sie werden sehen, Sie können solche Transformer nachher tatsächlich bauen. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Attention. Ja, Sie kennen schon den Attention-Mechanismus. Und diesen Attention-Mechanismus, den treiben wir jetzt weiter und nutzen ihn so richtig voll aus. Das gibt uns dann die Ur-Transformer-Architektur, den BERT. Und ganz am Schluss schauen wir uns dann noch an, wie man das Ganze weiterentwickeln kann. Also gut, bleiben Sie dran und schauen Sie sich die coolen Sachen an. Zuerst ein kurzer Rückblick. Ja, Sie kennen das Bildchen hier von unserem Sequence-to-Sequence-Netzwerk, von unserem RNN. Das RNN hat ganz gut funktioniert, um Sequenzen vorherzusagen, aber das RNN hatte einen riesen Nachteil, nämlich es hatte den Nachteil, dass die gesamte Information über die Quellsequenz, die durch den Encoder hier läuft, die gesamte Information läuft hier in diesem Bottleneck, ja, hier durch und muss übertragen werden vom Encoder auf den Decoder. Der Decoder nimmt diese Startinformation und fängt dann an, wie so ein Falltürmechanismus loszulaufen. Ja? So wie ein Ball, der die Treppe runterrollt. Rollt Stufe um Stufe um Stufe die Treppe runter. Unaufhaltsam, so wie er hier angeschubst wurde, so rollt er weiter, bis er unten ankommt. Trotzdem funktioniert es. Die gesamte Information steckt im Bottleneck drin und reicht, um quasi die ganze Treppe runterzurollen und die Zielsequenz zu erzeugen. Schlecht ist, wenn irgendwo in der Mitte eine Sequenz ein bisschen von einer trainierten Sequenz abweicht, weil eben nur der Endzustand hier tatsächlich übertragen wird. Und wir haben dieses Problem, dieses Bottleneck-Problem, das haben wir gelöst, nächste Folie, ja, durch Einbau von unserem Attention-Mechanismus, indem wir sagen, wir nehmen immer den aktuellen Zustand, also der Ball rollt die Treppe runter und jetzt nehmen wir den Zustand auf der Treppenstufe, auf der der Ball gerade ist, und verwenden das, um mit dem zweiten kleinen neuronalen Netz, mit dem Attention-Mechanismus, herauszufinden, auf welchen Teil des Encoders, also auf welchen Zeitschritt des Encoders, denn besondere Aufmerksamkeit gelegt werden muss, also wo die Attention hin muss. Ja, und das kann der letzte Schritt sein, das kann aber auch der erste Schritt sein oder ein Schritt in der Mitte sein und das kann in jeder Runde ein anderer sein. Und was das kann, haben Sie auch gesehen, damit wird es tatsächlich möglich, Worte auszutauschen, zum Beispiel in einem Satz, weil die Attention genau auf die richtigen Stufe hier der Quellsequenz gelenkt wird und damit von dort die Information kommt, was hier übersetzt werden soll. Also gerade für so Übersetzeraufgaben in NLP, Natural Language Processing, sind diese Attention-Mechanismen eingebaut in das Sequence-to-Sequence-Netzwerk eine ganz feine Sache. Allerdings kann man sich natürlich fragen, wenn wir das so machen, wenn wir, hier haben wir den Ball, der rollt Schritt für Schritt die Stufe runter. Das ist ja auch das, was unser Netz so langsam macht. Ja? Das RNN muss in einer Schleife berechnet werden. Aber wenn wir an jeder Stufe immer wieder neu nachschauen, wo musst du denn hingucken vom Input und das nehmen, um die nächste Stufe zu berechnen, warum müssen wir das dann überhaupt mit diesem Schritt für Schritt, mit dieser Schritt für Schritt Schleife machen? Könnten wir das nicht einfach so machen? Sprich, wir wollen eine Zielsequenz erzeugen und wir schauen bei jedem Schritt, bei der Zielsequenz, die wir erzeugen wollen, schauen wir nach der Attention,
und nehmen das, um das nächste zu erzeugen. Dann brauchen wir doch dieses ganze Rekurrente hier, das brauchen wir eigentlich doch gar nicht mehr. Im Prinzip ja. Ja, die Idee ist auch schon ziemlich alt. Allerdings gibt es ein paar Stellen, die das unmöglich machen, dass es funktioniert oder die es schwierig machen, dass es funktioniert. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis die Leute alle diese Problemchen gelöst haben und tatsächlich einen Weg gefunden haben, wie man das machen kann. Ja, das geht, indem man Quellsequenz enkodiert durch irgendeine Art Encoder. Hier Hidden States hat, und zwar nicht Hidden States vom Ende, sondern von allen Schritten wie Hidden States. Und jetzt einen Mechanismus baut, der uns für jede Position der Output-Sequenz die Attention gibt und aus der dann die entsprechende Output-Sequenz macht. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar, die ersten, die das publiziert haben, waren die Google-Leute von Google Brain mit einem ganz berühmten Paper, dem sie den Titel gegeben haben, Attention is all you need. Genau so ist es. Und ich will mit Ihnen ganz im Detail diesen Attention is all you need Transformer durchgehen. Also, das ist das Paper, um das es geht. Ja, da unten steht es. Attention is all you need. Ist frei verfügbar. Laden Sie es runter, schauen Sie es an. Da steht natürlich noch mehr drin, als ich Ihnen hier erzählen kann. Aber ich führe Sie jetzt da so ein bisschen durch. Das ist die Architektur, über die wir reden. Ja, das ist der ganze Transformer. Der sieht nur auf den ersten Blick kompliziert aus. In Wirklichkeit ist es relativ einfach, weil alle Layer, die da drin stecken, sind nur entweder ganz normale Fully Connected Layer oder sogar noch einfacher Matrix-Multiplikation. Ja, was anderes steckt da nicht drin. Da steckt nicht so was Komisches drin wie Rekurrenz. Da steckt nicht so was Komisches drin wie Convolution oder Faltung oder Korrelation oder sonst was. Ganz, ganz einfache neuronale Netze. Wirklich auf die Basis zurückgeschraubt. Aber es funktioniert. Ja, Sie sehen auf der Seite hier, auf der linken Seite, den Encoder. Ja, und Sie sehen, der Encoder, da brauchen wir ein bisschen Input-Bearbeitung. Komme ich gleich dazu, was man da machen muss. Und dann kommt hier diese sogenannte Multi-Head-Attention. Das ist eine sogenannte Self-Attention. Das heißt, da versuchen wir herauszufinden, wie die Verbindungen von einzelnen Positionen unserer Sequenz untereinander sind, wie die zueinander sind, also Self-Attention zu machen. Und das Ergebnis dieser Self-Attention, das ist unser Encoder-State. Ja, das ist der Encoder-State, den wir hier haben. Und dann haben wir den Decoder. Und der Decoder, der macht auch so eine Self-Attention. Da muss man noch ein bisschen mehr tricksen. Ja, hier gibt es die heißt hier maskierte Self-Attention. Erzähle ich Ihnen, warum das nötig ist dann noch. Und dann macht er aber überkreuzt die Attention. Das heißt, jetzt sagt er, für jede Position meiner dekodierenden Sequenz, auf welche Position der Input-Sequenz muss ich denn schauen? Also es gibt Attention-Matrizen, die überkreuz gehen. Die Self-Attention, die Verbindung innerhalb einer Sequenz, die Korrelation innerhalb einer Sequenz analysiert und die Attention überkreuz, die zur Erzeugung meines Outputs, meines Decoder-Outputs Attention auf die Encoder-States gibt. Gut, und am Ende muss ich einfach nur wieder ein Output generieren mit Softmax, bla bla bla, wie immer. Okay, fangen wir ganz vorne an. Wir haben eine Sequenz, wir müssen diese Sequenz vorbearbeiten. Das erste ist wieder der Tokenizer. Ja, den kennen Sie schon, ich benutze hier den gleichen Tokenizer wie immer. Meinen Word-Tokenizer aus dem Helferlein-Paket, der aus jedem Wort ein Token macht, also eine Zahl letzten Endes macht. Ja? Ist hier dargestellt. Ja, jedes Wort hier wieder meines einfachen kleinen Mini-Datensatzes, I love Julia. Jedes Wort wird als Zahl dargestellt. Die Steuerworte, die Kontrollworte, hier gibt es einen End-Token, ja, oder es gibt einen Start-Token, bekommen auch eine Zahl. Die Tokens sind Wurst, ja, die sind völlig willkürlich. Ja. Wie groß die Zahl ist, spielt keine Rolle, denn die werden als erstes embedded.
Wir haben nachher im echten Language-Datensatz vielleicht 15.000, vielleicht 20.000 Tokens, so viele, wie wir Worte repräsentieren wollen. Da wir nicht mit one-hot-codierten Vektoren, die 20.000 lang sind, arbeiten wollen, müssen wir das embedden in einen kleineren Vektor rein, typischerweise 1024 oder 512 oder sowas, was man da nehmen kann. Das Embedding hat noch einen zusätzlichen Sinn, nämlich das Embedding sorgt dafür, dass jedes Wort durch einen Vektor, zum Beispiel aus 512 Verben, repräsentiert wird. Und ich habe jetzt hier mal dargestellt, nehmen wir mal an, wir embedden in einen Vektor der Länge 2, also nur XY, dann können wir das hier plotten und dann wäre ein initialisiertes Embedding, das ein zufälliges Embedding macht, würde einfach jedem Wort irgendwo auf so einer Fläche einen XY-Paar zuweisen. Nach dem Training wird das Embedding so aussehen, dass Worte, die eine ähnliche Bedeutung haben, Worte, die in Sätzen an einer ähnlichen Stelle nach ähnlichen Regeln vorkommen, vermutlich ähnliches Embedding bekommen. Ja, also solche Sachen wie Python und Julia liegen wahrscheinlich zusammen, Namen liegen wahrscheinlich zusammen, irgendwie Verben liegen wahrscheinlich zusammen, sodass über das Embedding nachher das Übersetzen sogar einfacher wird. Ja, wenn alle Namen ein ähnliches Embedding haben, kann ich natürlich nachher leichter zum Beispiel Namen in einem Satz austauschen, weil das neuronale Netz erkennt, oh, an der Stelle ist ein Name und welcher Name das genau ist, hängt nur vom Detail ab. Ja, also das Embedding geben wir deshalb nicht vor, sondern das Embedding wird mit trainiert. Und ich hatte es Ihnen, glaube ich, schon mal irgendwo gezeigt, wie so ein Embedding implementiert wird. Theoretisch kann man es implementieren, indem man annimmt, man hat einen one-hot-encodierten Vektor mit zum Beispiel aus 20.000 Verben und eine 1 darin. Und dann wird das Embedding über einen Dense Layer einfach gemacht. Das Problem ist, dieser Dense Layer hat eben 20.000 Inputs und nur 500 Outputs oder so. Und ich muss ganz viele Multiplikationen machen und fast alle dieser Multiplikationen sind mal 0, weil meine one-hot-codierten Vektoren haben eben fast überall 0. Und manchmal mal 1 und das macht beides keinen Sinn. Weder Multiplikation mit 0 ist was Sinnvolles, noch Multiplikation mit 1 ist was Sinnvolles. Und ich habe es Ihnen in einer anderen Vorlesung ausführlich erklärt. Am Ende läuft es drauf raus. Es ist besser, man macht dieses One-Hot-Encoding erst gleich gar nicht, sondern ich nehme einfach den Integer-Wert. Ich möchte die Zahl 5 embedden und dann gehe ich einfach mit der Zahl 5 in meine Gewichtsmatrix und sage, nimm die fünfte Spalte meiner Gewichtsmatrix und gebe die zurück. Ja, und deshalb ist das, was da unten steht, das ist die Implementierung eines Embedding-Layers. Ja? Nimm den Wert x und gebe die x-te Spalte zurück und das ist es. Mehr ist es nicht. Da ist keine einzige Multiplikation notwendig. Okay, wir haben embedded. Jetzt kommt ein großes Problem bei diesen Geschichten. Wir haben bisher Sequenzen bearbeitet und das neuronale Netz wusste immer, an welcher Stelle in der Sequenz es gerade ist, weil es ja Schritt für Schritt, Runde für Runde über die Sequenz drüber läuft. Wenn wir hier arbeiten, wollen wir das anders machen. Wir wollen die ganze Sequenz als einen Vektor mit reingeben oder vielleicht sogar eine Mini-Batch aus Sequenzen als einen Tensor reingeben. Und jetzt weiß das neuronale Netz eigentlich nicht mehr, an welcher Stelle es gerade ist. Das heißt, ich muss dem Ding eine Chance geben, die Stellen zu identifizieren, an denen ein Token auftritt. Das gleiche Token, das gleiche Wort Ich zum Beispiel, an der ersten Position muss irgendwie anders sein als das Wort Ich an der zweiten, dritten, vierten oder zehnten Position, damit das neuronale Netz in der Lage ist, das auseinanderzuhalten. Es darf aber nicht ganz anders sein, weil es muss ja das Wort noch erkennen. Und die Idee, die hier die Leute hatten, ist schlicht und ergreifend, wir addieren auf die Embeddings was drauf. Wir addieren ein sogenanntes Positional Encoding da drauf. Positional Encoding heißt, ich berechne einen Wert, der sich verändert, je weiter ich in der Sequenz bin. Also den Wert für die erste Position, für die zweite, für die dritte und so weiter. Die älteste Methode, das zu machen, ist dieses Sinus-Cosinus-Embedding.
im Wedding. Ich habe hier eine Implementierung, die ist nicht ganz identisch mit der, die im Paper beschrieben ist, aber kommt aufs Gleiche raus. Und ich habe es hier mal geplottet. Da ist unten auf der X-Achse dargestellt die Sequenz. Also wir haben hier Position 1 bis 50. Ja? Und nach oben ist dargestellt der Encoding-Vektor. Ja, wir haben 512 Werte. Embedding ist 512. Wir wollen auf jeden Wert unseres unseres Embeddings was drauf addieren. Und Sie sehen, was wir drauf addieren, ist immer anders, je nachdem, an welcher Stelle ich bin. Ja, an der ersten Stelle addiere ich was anderes als an der 10., als an der 20. und so weiter. Und das hat noch eine schöne Eigenschaft, nämlich die Unterschiede zwischen zwei Werten, die ich hier addiere, die werden umso größer, je weiter die zwei Positionen auseinander sind. Also Position 1 und 2 unterscheiden sich fast gar nicht. Position 3 ist anders. Position 4 ist nochmal anders. 5 ist nochmal anders. Das heißt, die Abstände in der Sequenz, die kann ich sehr schön sehen und habe ich immer, weil ich eben hier den Unterschied nutze. Und das addiere ich einfach drauf. Ja? Das heißt, ich addiere je nach Position den Wert dieser Spalte drauf auf mein Embedding. Ich habe das ja mal ausprobiert. Ich habe einfach einen 512 Embedding zufällig gemacht, ja, als Zufallszahl und addiere jetzt auf eine Sequenz der Länge 50 entsprechend das Positional Encoding drauf. Und Sie sehen, man sieht es noch. Ja. Drunter liegt eine Zufallszahl, aber mit drauf addiertem Positional Encoding sieht man noch, an welcher Stelle das war. Und wir sehen noch, welche benachbart waren, weil die tatsächlich eben trotzdem noch ähnlich sind. Sehr elegante Geschichte. Und wir werden sehen, ob das genügt, um dem neuronalen Netz nachher wirklich zu sagen, was denn an welcher Stelle denn eine Sequenz ist. Okay, jetzt kommt der Transformer. Ja, jetzt können wir loslegen mit dem Transformer. Ich habe hier oben aber hingeschrieben, Instado Nas Candy. Der ist noch nicht fertig, ja? Der entsteht gerade. Der ist gerade so im Entstehen. Also, was machen wir auf der Encoder-Seite? Links ist die Encoder-Seite. Wir haben den Satz, wir tokenisen ihn, ja? Aus den Worten werden Integer-Werte. Wir embedden, dann wird aus jedem Integer-Wert ein Vektor, der 512 lang ist. Wir machen ein Positional Encoding. Da wird auf jeden dieser 512 Werte entsprechend dieser Spalte werden die Werte drauf addiert, geht in meinen Encoder rein, raus kommt ein Encoder-State. Ein Encoder-State für die gesamte Sequenz. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Decoder, der macht genau das Gleiche mit seiner Zielsequenz. Ja, fürs Training macht er genau dasselbe für die Zielsequenz. Dann geht er aber her und macht ein Überkreuzen, das heißt, er berechnet jetzt die Attention-Faktoren auf die Quellsequenz, auf die Quellsprache und erzeugt daraus eine Prediction, die ich entweder als Prediction ausgeben kann oder über die ich einen Loss berechnen kann. Ja, sind immer die beiden Signaturen, die wir brauchen, eine Predict-Signatur und eine Signatur, um den Loss zu berechnen, die wir fürs Training. Ganz grob, ja. Wie geht es im Detail? Sie werden sich denken, Sie bekommen es von mir auch im Detail gesagt. Diese Vorstellung der Attention habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal erklärt. Und zwar haben Sie das in der Datenbankveranstaltung vielleicht schon mal gehört. Ja, Sie haben in der Datenbank Werte, Sie haben Keys und Sie haben Queries. Und genau das Gleiche machen wir hier. Ja, wir haben eine Query, wir wollen was wissen. Ja, wir machen eine Query auf unserem Encoder-State und dazu brauchen wir Keys und wir nehmen den Attention-Mechanismus, um aus der Query und den Keys eine Attention zu berechnen, mit der wir dann auf die eigentlichen Werte gehen, nämlich auf unseren Encoder-State, um das richtige Ergebnis auszuziehen.
Das klingt so ganz einfach. Das geht auch ganz einfach. Da wir in unserem neuronalen Netz trainierbare Gewichte haben, ist es sogar relativ egal, was wir da rechnen, weil egal, wie wir das mathematisch aufbauen, im Training werden die Gewichte in unseren Dense Layern so trainiert, dass es am Ende funktionieren muss. Ja, das ist ziemlich verblüffend, aber wie sonst auch, ja? Normale Dense Layer können sich an alle möglichen Probleme anpassen und genauso eben auch an das. Das heißt, die einfachste Art der Attention, die ist einfach die sogenannte, da oben steht es, Dot Product Self-Attention. Damit ist gemeint, es wird einfach eine Matrix-Multiplikation gemacht zwischen den Keys und den Queries. In unserem Fall hier, Sie werden gleich sehen, warum, muss ich eins von den beiden transponieren. Ja, ich muss die Keys hier transponieren, bevor ich die mit den Queries multiplizieren kann, weil eine Matrix-Multiplikation geht nur, wenn die Form der Matrizen stimmt. Ja, ich muss hier so viele, sind wir da, muss ich es Ihnen richtig umzeigen, ja, so, ja. Ich muss so viele Spalten haben, wie ich hier Zeilen habe. Und da meine Matrizen alle die gleiche Form haben, mit denen ich hier arbeite, muss ich dann eben die eine transponieren, damit ich eine Matrix-Multiplikation machen kann. Die Matrix-Multiplikation hat eigentlich gar keinen tieferen Sinn. Ja? Das ist nur, um Keys und Queries irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Ich könnte hier auch einen Dense Layer machen, zum Beispiel. Ja? Die additive Attention geht über einen Dense Layer. Ja? Oder ich könnte eine multiplikative Attention machen. Oder ich mache einfach nur die Matrix-Produkt Attention. Also, K transponiert mal Q. Irgendwie die beiden Matrizen miteinander in Korrelation gebracht. Typischerweise teilt man das Ganze durch die Wurzel der Embedding-Tiefe. Es zeigt sich, dass das dann ein bisschen besser geht. Das ist nur einfach eine Skalierung. Ja? Scaled Dot Product Attention. Daraus berechne ich meine Attention-Faktoren, indem ich am Schluss eine Softmax berechne über das Ergebnis, damit jeweils die Summe 1 gibt, damit ich ordentliche Attention-Faktoren bekomme. Und mit diesen Attention-Faktoren, die multipliziere ich jetzt mit meinen Werten und bekomme mein Ergebnis. Da ist kein anpassbarer Parameter drin. Da ist kein Gewicht drin. Ja? Die Gewichte müssen davor oder dahinter kommen, die sich so anpassen, damit die Rechnung, die da drin ist, am Ende Sinn macht. Okay. Die Frage ist, wo bekomme ich QKV her? Ja, weil in meinem Transformer hier, da habe ich ja nur hier ein Ding. Ich habe einen Tensor, wo meine embeddeden Tokens drinstehen, ja, mit Positional Encoding oder irgendwas, aber es ist ein Tensor, den ich habe. Wo kriege ich die her? Ganz einfach. Ich nehme eine Dense-Schicht und berechne aus meinem Input-Tensor das Q. Ich nehme Parallele zu einer Dense-Schicht und berechne daraus das K. Ich nehme Parallele zu einer Dense-Schicht und berechne daraus das V. Und dann habe ich meine drei QKV. Macht das Sinn? Nee. Ja, das macht am Anfang überhaupt keinen Sinn, weil das ja alles zufällig initialisiert ist. Aber im Laufe des Trainings wird das Sinn machen, weil nur wenn das Sinn macht, kann das neuronale Netz eine sinnvolle, richtige Vorhersage machen, ein sinnvolles Ergebnis liefern. Und ich trainiere ja mein neuronales Netz darauf hin, dass es ein sinnvolles Ergebnis liefert. Das heißt, wenn mein Netz trainiert ist, wenn es ein sinnvolles Ergebnis liefert, dann ist zwingend so, dass diese Dense Layer, also diese kleinen Perzeptronen, die hier vorgeschaltet sind, jeweils die richtige Aufgabe erfüllen. Ja? Das ganz linke erzeugt eine Query, das mittlere erzeugt die Keys und das rechte erzeugt die Values. Nur wenn es das macht, kann das neuronale Netz funktionieren. Und da das neuronale Netz trainiert wird, zu funktionieren, rückwärts gedacht, muss dieser Mechanismus auch. Um dem Ganzen ein bisschen mehr Plastizität zu geben,
baue ich hinten nochmal einen Dense Layer ein, sogar zwei oder vielleicht sogar noch mehr, um dann aus dem Ergebnis noch eine richtige Vorhersage zu machen. Okay. Welche Sachen, Dinge müssen wir jetzt bei dieser Self-Attention beachten? Zwei Probleme habe ich hier aufgeschrieben. Erstens, wir haben ein Padding. Padding heißt, unsere Sequenzen werden auf eine bestimmte Länge gepaddet, also verlängert mit Padding-Tokens. Bei unseren Sequence-to-Sequence-rekurrenten Netzwerken haben wir versucht, dieses Padding zu minimieren, ja, indem wir Mini-Batches mit unterschiedlicher Länge zum Beispiel gemacht haben und so Zeugs. Das ging dort problemlos, weil wir ja die Schleife mal kürzer oder mal länger, mal öfters oder mal weniger oft laufen lassen konnten. Das heißt, die Sequenzen durften durchaus unterschiedliche Länge haben. Hier ist es nicht mehr so. Ja, hier haben wir Tensoren mit festen Dimensionen. Und da muss ich von vornherein sagen, ich habe Sequenzen der Länge 25 und dann müssen alle Sequenzen 25 lang sein. Kürzere geht nicht. Da in der Realität die Sequenzen normalerweise nicht gleich lang sind, muss ich padden. Das heißt, sobald ich mit Transformern arbeite, brauche ich Sequenzen gleicher Länge, habe ich immer ein Padding. Und ein Padding ist natürlich ein Problem, weil ich muss irgendwie verhindern, dass meine Attention nachher auf die Padding-Characters geht. Ja? Padding soll ja einfach verschwinden. Also ich muss padden. Ich habe hier mal so eine Attention-Matrix aufgemalt, auf welches, also Quellsequenz, Zielsequenz und jetzt einfach in Fett oder schmal hingeschrieben, quasi angedeutet, hohe Attention, niedrige Attention. Und die höchste Attention ist sicherlich immer an der Diagonale, aber manchmal geht es eben auch vielleicht von der Diagonale weg. Okay, und für die Paddings muss natürlich die Attention auf Null kommen, das muss ignoriert werden. Also, Padding Attention soll 0 sein. Ich habe es hier mal versucht anzudeuten. Wenn ich eine gepaddete Sequenz habe, dann sollten die entsprechenden Werte hier, Alphas, die Attention Weights, die sollten dann auch tatsächlich 0 sein. Wie machen wir das? Ich habe es mal ausprobiert. Ja? Also, wir haben ja hier ein Ergebnis und das wird Softmax skaliert und der Softmax soll nachher 0 sein. Ja, kann man sagen, okay, geht doch einfach. Ja, wenn ich habe hier einfach mal irgendwelche Werte hingeschrieben. Wenn ich da Softmax rechne, kommt was raus. Jetzt kann ich die doch einfach auf 0 setzen. Ja, ich kann die einfach mit auf 0 setzen, indem ich multipliziere mit so einer Maske. Ist auch dumm, weil das ist jetzt kein richtiges Softmax mehr hier. Ja, die Summe aller Werte soll ja nach Softmax 1 ergeben. Jetzt habe ich hier den größten Wert weggenullt. Ja, der ist 0 geworden und die Summe von dem, was übrig bleibt, gibt keineswegs 1. Also das ist schlecht. Nachträglich nach dem Softmax zu maskieren, ist keine gute Idee. Da werden meine, da stimmt meine Skalierung nicht mehr, meine Softmax-Skalierung. Ich muss es vorher machen. Also mache ich das Ganze vorher. Wenn ich vorher maskiere, passiert was Komisches. Ja, ich maskiere mein Array, ja, das hier, rechne dann Softmax davon und jetzt werden aus den Nullen dann nicht Nullen. Ja, natürlich, ist so. Ja. Weil ich habe hier fünf Werte und die werden Softmax skaliert und Null muss am Ende nicht Null geben, sondern Null gibt natürlich auch wieder einen Wert. Bei der Softmax-Skalierung. Die Summe gibt 1. Das ist das, worauf es ankommt. Also das geht auch nicht. Wie kriege ich das hin, dass hier eine Null entsteht? Da kann man ein bisschen grübeln und wenn man ein bisschen grübelt, kommt man drauf. Ich darf hier nicht mit Null auffüllen, sondern da muss eine ganz kleine Zahl stehen. Klein im Sinne von sehr negativ. Deshalb habe ich hier mal Folgendes gemacht. Ich habe hier mal dazu addiert, minus eine Milliarde. Also, ich ziehe eine Milliarde 10 hoch minus 9, 10 hoch 9, minus 10 hoch 9 ab von meinen Werten.
Ja, jetzt steht dann steht hier hinten drin, ja, 0,5, 6,0, 1,5 und jetzt fast minus eine Milliarde und nochmal fast minus eine Milliarde. Und das geht auf. Das Softmax-Skalier gibt hinten tatsächlich eine Null, weil das so eine kleine Zahl ist. Und die Summe der drei übrig gebliebenen Zahlen vorne, die gibt es weiterhin. Also, was muss ich machen? Wenn ich Stellen wegmaskieren will, die nach dem Softmax 0 geben sollen, dann muss ich eine sehr große Zahl abziehen von diesen Stellen. Das macht man mathematisch am einfachsten, indem man einfach eine große Zahl abzieht davon. Ja? Und das rechne ich hier, indem ich eine Milliarde abziehe. In der Praxis mache ich das immer mit einer Maske. Und diese Masken macht man dann typischerweise so, dass man sagt, maskierte Positionen, die markiere ich mit einer 1. Dann kann ich nämlich mit so einer Formel hier minus eine Milliarde mal Maske, und das ziehe ich ab von jeder Position, kann ich dafür sorgen, dass überall dort, wo in der Maske eine 1 stand, jetzt eine sehr, sehr, sehr negative Zahl steht, fast. Minus eine Milliarde, so ungefähr minus eine Milliarde, das ist immer viel, 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 viel größer, kleiner als alles andere. Und da, wo hier in der Maske eine Null steht, da wird nichts abgezogen und nichts dazu addiert. Ja, weil da ändert sich ja, ist ja Null, mal Null ist Null. Also, so geht das. So kann ich ein maskiertes Softmax machen. Ja, so ist das definiert hier in Julia. Und das funktioniert. Und jetzt kann ich eine Maske definieren. Und das Schöne ist, das geht jetzt natürlich wieder mit Tensoren beliebiger Dimensionen. Ich kann das also mit Matrizen machen, mit dreidimensionalen, vierdimensionalen Tensoren. Das brauche ich nachher. Das Ganze geht eben auch natürlich über die ganze Mini-Batch. Ich habe es Ihnen hier mal gezeigt. Ja, zwei Sätze. Ein kurzer, ein langer. Ganz links ist er getokenized, ja, das sind die Tokens, dann wird gepaddet, ich padde hier jetzt einfach mal mit 0, egal mit was, ich muss nur wissen, was ein Padding-Token ist. In Julia ist es ganz nett, mit 0 zu padden, weil es da 0 als Index nicht gibt. Egal, aber es spielt keine Rolle, ja. Tatsächlich im Helferlein-Paket ist der Padding-Character nicht 0. Ich glaube, das ist 3 oder so, aber spielt wirklich keine Rolle. Ja, dann kann ich eine Padding-Mask-Funktion machen, die einfach überall dort paddet, wo die 0 ist, und bekomme hier ein Array raus, das aus 0 und 1 besteht, das eben an der Stelle die 1 hat. Ja, und die kann ich, so wie vorher, hier mit drauf multiplizieren und kann auf die Art und Weise an den gepaddeten Stellen meine Attention auf 0 drücken. Und das ist genial, weil ich muss eben bei meinen Transformern sehr viel padden. Wenn ich Sätze habe, die 25 lang sind und ich habe Sätze, die sind nur 2 lang, dann habe ich eben 23 Pads da hinten dran. Und wenn ich auch dafür sorge, dass die Attention Weights, die Attention Faktoren für alle gepaddeten Positionen 0 werden, dann stört das überhaupt gar nicht. Dann ist das 0 und es ist weg. Das heißt, vorher, bei den RNNs, war das mit dem Padding immer so eine Sache, weil über die Padding wurde ja trotzdem geloopt. Und was da passiert, ja, da können trotzdem Dinge in Vergessenheit geraten. Ja, wir haben vielleicht Weight Decay oder irgendwas. Hier ist es nicht so. Was hier gepaddet ist und maskiert ist, das ist weg und stört nicht. Und deshalb kann ich tatsächlich 20 Padding-Positionen an meine Sequenz dranhängen, ohne dass das irgendwie schlimm wäre. Und das ist eine der Voraussetzungen, dass das so funktionieren kann. Ohne das würde das alles nicht gehen. Ich habe hier nochmal eine Funktion, die ist auch im Helferlein-Paket so drin. Das ist die Padding-Mask für Multi-Head-Attention. Sie werden das nachher sehen. In der Multi-Head-Attention arbeiten wir mit vierdimensionalen Tensoren. Und da muss auch die Padding Mask entsprechend vorbereitet sein. Deshalb haben wir hier eine Padding Mask, die gleich vierdimensional ist. Da werden in der Mitte zwei Dimensionen mit eingefügt. Sie werden es nachher sehen, spätestens wenn Sie sich das Tutorial ansehen, das die Implementierung zeigt. Da sehen Sie sehr schön, denke ich, wie das funktioniert.
und warum sie hier eine vierdimensionale Padding Mask brauchen. Jetzt sind wir soweit, dass wir die eigentliche Attention programmieren können. So wie eben gezeigt, einfach mit als Matrix-Multiplikation. Ich habe Ihnen den Code in Julia hier mal an die Tafel geworfen. Ja, die Funktion heißt DotPotAttention. Ich habe eine Maske, ich habe QKV. Die brauche ich, die muss ich erzeugen durch dreimal ein kleines Perzeptron anwenden. Und dann brauche ich als erstes meinen Attention Score. Den berechne ich, indem ich K transponiert mal Q multipliziere. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Für eine Sequenz habe ich eine zweidimensionale Matrix. Ja? In der Spalte steht das Embedding. Ja? Wenn ich ein 512 Embedding habe, habe ich einen Spaltenvektor pro Position mit meinem Embedding für ein Token. Und dann kommen ganz viele Spalten jeweils für die Sequenz, solange wie die Sequenz ist. Ganz am Ende kommen die Paddings. Wenn ich eine Mini-Batch habe, habe ich mehrere solche Matrizen. Das heißt, ja, ich habe einen Stapel aus solchen Matrizen. Stapel aus Matrizen kann man nicht multiplizieren. Ja, mathematisch gibt es nur eine Matrix-Multiplikation von zwei Matrizen. Eine Multiplikation von zwei dreidimensionalen Arrays, die ist nicht definiert. Die gibt es nicht. Es gibt aber für alle Programmiersprachen, vor allem in den Machine Learning Frameworks, gibt es Hilfsfunktionen, die heißen typischerweise Batch Matrix Multiplication oder kurz BMM. Ich verwende hier die BMM-Funktion aus dem KNIT-Paket. Die macht nichts anderes, als diese Matrizen ebenenweise miteinander zu multiplizieren. Also es sind die quasi von der ersten Sequenz die Matrix, multipliziert die von der ersten Sequenz des K mit der ersten Sequenz von Q. Dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, dann die fünfte und so weiter. Also alle quasi immer ebenenweise. Deshalb heißt es Batch Matrix Multiplication. Und das kann man natürlich, wenn man weiß, dass man sowas vorhat, kann man das besser und effizienter implementieren, als wenn man einfach mit einer Schleife da durchläuft und die einzelnen Matrix-Multiplikationen macht. Also deshalb benutze ich die Batch Matrix Multiplication. Typischerweise haben diese Funktionen immer die Möglichkeit anzugeben, ob eines der beiden Argumente transponiert werden soll oder nicht. Deshalb habe ich hier Trans A gleich True mit angegeben. Dann wird das K gleich transponiert zur Multiplikation. Und ich skaliere das Ganze durch meine Embedding, durch die Wurzel meiner Embedding-Tiefe, einfach damit es skaliert ist. Ja, damit kann ich die ganze DotPotAttention so schreiben. Die Scores sind die Batch-Matrix-Multiplikation aus meinem K und Q. Wenn ich eine Maske habe, dann wende die Maske an, indem du die Maske multiplizierst mit minus einer Milliarde und das dazu addierst. Dann berechne ich meine Alphas, indem ich Softmax rechne. Ja, was maskiert wurde, wird hier 0. Und dann mache ich wieder eine Batch-Matrix-Multiplikation aus meinem Value-Vektor, aus meinem Value-Tensor und den Alphas, die ich hier berechnet habe. Und dann bekomme ich zurück mein Ergebnis, das Ergebnis meiner Attention, und ich gebe beides zurück. Ja? Ich gebe das Ergebnis C, meinen Kontext zurück, und ich gebe auch zurück noch meine Alphas, weil die will ich mir vielleicht mal angucken, ja, um zu sehen, wie die Alphas sind. Deshalb habe ich die Funktion so geschrieben, dass sie das Alpha einfach zurückgeben. Also, so einfach ist das. Das ist die ganze Implementierung der Attention. Ja, mehr ist es nicht. Das ist es. So, jetzt kommt aber noch was. Und zwar, wenn man das macht, wenn man diese Attention hier da einbaut, ja, ich hätte da noch mal wieder das Google-Bild dazwischen packen müssen, ja. Also wenn man diese Attention hier einbaut, dann funktioniert das. Ja, aber nicht so richtig gut. Warum? Das ist zu streng. Ja, das ist zu streng. Einfach immer nur auf einzelne Stellen zu gucken, da ist zu wenig
Plastizität drin, zu wenig Möglichkeit für das neuronale Netz sich anzupassen. Deshalb gibt es da noch einen Trick, den man machen muss. Nochmal eine gute Idee, wo sind wir? Ja, ganz zurück an die richtige Stelle. Der Trick heißt Multi-Head-Attention. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Embedding von 512. Ja? Jedes Token, jedes Wort ist durch einen 512 langen Vektor charakterisiert. Jetzt gehe ich her und sage, ich möchte 8 Heads haben. Ja? Zum Beispiel, dann heißt es, ich teile meine 512 durch 8. Was ist das? 64 vermutlich. Und nimm einfach die ersten 64 meiner Embedding und berechne daraus die Attention. Nur für die 64. Und dann mache ich für die zweiten 64 das Gleiche und für die dritten 64 das Gleiche. Das heißt, ich berechne unabhängig voneinander für Teile meines Embeddings die Attention. Das gibt natürlich deutlich mehr Möglichkeit für das neuronale Netz sich anzupassen, weil es könnte ja sein, dass in dem einen Bereich was anderes rauskommt als in dem anderen Bereich. Wenn es gleich ist, schadet es auch nicht, ja? Aber wenn es unterschiedlich ist, dann habe ich was gewonnen. Das ist Multi-Head-Attention. Also ich teile hier mein Embedding auf in einzelne Schnipsel und berechne die Attention getrennt. So oft, wie ich angehe, 4 oder 8 oder 16 oder wie viel auch immer. Das ist gar nicht besonders aufwendig, weil ich muss nicht mehr Multiplikationen machen. Ja, ob ich jetzt das einmal mit dem großen Vektor mache oder mehrfach mit dem kleinen Vektor, ist gerade egal. Ja? Das ist nicht teuer, das zu machen, aber es bringt mir sehr viel mehr Plastizität in meinem Netz. Das ist das Verteilen der Attention auf mehrere Heads. Das einzige Problem ist, das macht meine Implementierung irgendwie kniffliger, ja, weil ich muss jetzt aufteilen und zusammenfassen. Und da gibt es wieder einen Trick. Und zwar ein Trick, der ist so genial, den muss ich Ihnen sagen, auch wenn wahrscheinlich das Tutorial, die Vorlesung wieder viel zu lang wird, aber ist egal, ich muss es Ihnen sagen. Und zwar, als Softwareingenieur, guter Softwareingenieur, haben Sie natürlich, denken natürlich sofort, ja, wie mache ich sowas? Ja gut, ich mache eine Schleife, teile meinen Vektor, nehme erstmal das erste Achtel, dann das zweite Achtel, dann das dritte Achtel, berechne dann die Attention und so weiter. Nee, 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 wir machen es ganz anders. Wir machen einfach eine Reshape. Ja, ich gehe her und reshape einfach meinen Tensor. Ich habe ja einen dreidimensionalen Tensor. Erste Dimension, Embedding. Zweite Dimension, Sequenzlänge. Dritte Dimension, Mini-Batch. Jetzt gehe ich einfach her und teile die erste Dimension und führe eine neue zweite Dimension ein pro Head. Das heißt, ich teile meine 512 erste Dimension in 8 Teile. Das mache ich einfach mit dem Reshape. Ist billig. Ja? Reshape brauche ich nicht erklären, ist billig. Ich berechne mir erstmal die neue Tiefe. Ja, die ist einfach geteilt durch in ein Viertel, ein Achtel und so weiter. Also ich mache die erste Dimension aus statt 512, 64. Die zweite Dimension wird entsprechend so groß, wie ich geteilt habe. Ja, also dann nehme ich einfach dann die 8 zum Beispiel. Und der Rest bleibt gleich. Ich habe hier einen Doppelpunkt reingemacht. Hier könnte ich auch die Sequenzlänge hardcodiert drin stehen haben. Ja? Bleibt genau gleich. Also ich teile die erste Dimension auf in meine N-Heads. Nur ein Problem bleibt mir jetzt. Und das ist ja nicht schön, weil das Zeit kostet, aber geht nicht anders. Die beiden Dimensionen, die zweite und die dritte, die sind jetzt falsch. Weil ich brauche in der zweiten Dimension, brauche ich ja immer die Sequenzlänge, damit ich Embedding-Sequenz habe. Das heißt, ich muss jetzt einen Permute-Dims machen und muss die zweite und die dritte Dimension ändern. Das ist relativ teuer. Ja, ist schade, aber geht nicht anders. Aber was ich dann rausbekomme, ist, ich bekomme einen Tensor, der in der ersten Dimension mein verkleinertes Embedding hat, ja, nur noch ein Achtel groß, nur noch 64, mal die Sequenzlänge
Dafür hat er dann in der dritten Dimension acht Stellen, das Ganze achtmal, diesen Tensor achtmal. Und in der letzten Dimension bleibt die Minibatch. Warum mache ich das? Weil ich brauche das Ganze ja nur, um Batch-Matrix-Multiplikationen damit zu machen. Und Batch-Matrix-Multiplikation kann ich üblicherweise mit Tensoren beliebiger Dimension machen. Das heißt, ich kann mit diesem vierdimensionalen Tensor genau die gleiche Batch-Matrix-Multiplikation machen wie vorher mit dem dreidimensionalen Tensor. Das heißt, wenn ich jetzt das, was hier rauskommt, den umgebauten Tensor mit einer Dimension mehr, wenn ich den einfach in meine normale Implementierung meiner Attention hier reinstecke, die Funktion, so wie sie da steht, dann wird es genauso funktionieren. Dann bekomme ich genau das so raus. Der einzige Unterschied ist, ich bekomme hier eben nicht eine Attention-Matrix raus pro Sequenz, sondern ich bekomme acht Attention-Matrizen pro Sequenz raus, also auch wieder eine Dimension mehr im Ergebnis, nämlich für jeden Head eine. Und das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist, ich muss dann hinterher die Heads wieder mergen. Das heißt, ich gehe her, mache erstmal wieder meine Permutims, ja, Dimension 2, 3 wiederherstellen und dann ein Reshape und dann habe ich, zack, die Attention auf alles wieder zusammen in einem. Okay, ja, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ja? Die Alphas haben dann die Größe Sequenzlänge 1 mal Sequenzlänge 2, ja, das ist die eigentliche Attention Matrix, mal Heads, mal Zahl der Sequenzen in der Minibatch. So, wie sieht die Implementierung der Multi-Head-Attention entsprechend aus? Ja, das ist es. Ja. Ich habe es Ihnen alles schon erklärt. Wir haben einfach unser KQV. Nachher, für die Self-Attention, wird es alles drei das gleiche sein. Ja? Unser Input X. Einmal embedded, einmal Position Encoding drauf, dann für KQV gebe ich jeweils das gleiche X rein. Dann brauche ich drei Dense Layer, die mir mein echtes KQV aus dem Input berechnen. Parallel, ja, das läuft parallel. Dann muss ich für alle drei Separate Heads machen. Und jetzt rufe ich meine Dotport Attention auf, also mein Matrix Produkt Attention. Mit diesen KQVs, mit diesen vierdimensionalen KQVs, ja, Multi-Headed. Und für mein Ergebnis sage ich dann wieder Merge-Heads, ja, weil ich möchte den Kontext ja wieder zusammen haben in einer dreidimensionalen Matrix. Die wird dann wieder dreidimensional. Ich habe hier hinten immer hingeschrieben, wie die Dimensionen sind. Ja. Also das Ergebnis ist dann wieder Embedding-Tiefe, Zahl der Sequenzen mal Zahl der Minibatch. Das ist es. Das ist die Implementierung der Multi-Head-Attention. Im Schema sieht es kompliziert aus, in der Implementierung ist es super billig mit diesen paar Tricks im Hintergrund. Jetzt sind wir soweit, dass wir unseren Encoder runterschreiben können. Wir kriegen unseren Input, das ist unsere eine Mini-Batch. Embedded, Positional Encoded. Die wird aufgeteilt für die Multi-Head-Attention. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Plastizität in unserem neuronalen Netz. Das machen wir mit einem kleinen MLP, das wir da reinbauen. Und zwar nicht wie beim Autoencoder so ein Ding, sondern so ein Ding. Ja, das heißt, wir blasen die Zahl unserer Neurone einmal auf und fassen sie wieder zusammen. Einfach um hier Plastizität rein, um dem Ding Parameter zu geben, die es anpassen kann, weil die Attention selbst ja völlig parameterfrei ist. Ja. Die rechnet einfach Verbindungen, Verknüpfungen zwischen KQV, aber dass das einen Sinn macht, dazu muss ich Dense Layer haben, die sich so anpassen können, dass die Rechnung hier oben dann tatsächlich Sinn macht. Also, nächste Folie. Ja. Ich werde nachher in meinem
Transformer nicht einen so einen Layer brauchen, sondern ich werde viele brauchen. Ja, die gehen hier bis ja, 24. Jetzt haben wir da oben Dense Layer, wir machen hier die Multiplikation, wir haben da unten zwei Dense Layer, das Ganze mal 24. Das gibt also eine unheimlich tiefe Geschichte. Das ist auch nur noch der Encoder. Wir haben auch noch einen Decoder, der nochmal so groß ist. Ja, das heißt, so einen Transformer wird nachher sehr, sehr viele Layer haben. Ja, bis zu 100 Layer vielleicht sowas. Also sehr tiefes neuronales Netz. Tiefe neuronale Netze, Problem kennen Sie aus den großen 10ns, machen ein Problem. Was spricht dagegen, hier die gleiche Lösung anzuwenden, die wir schon beim beim 10n gefunden haben, nämlich, Sie erinnern sich an das ResNet, ja, Residual Connections zu machen, das heißt Shortcuts zu machen zwischen den Schichten. Und genau das machen wir hier auch. Wir machen Shortcuts vom Eingang, also um die Attention rum, und wir machen einen Shortcut um dieses neuronale Netz. Da gibt es wieder, wie beim ResNet, zwei Interpretationen, was das bringt. Die eine ist, es sind Residual Connections, das heißt, der 20. Layer hier, der macht vielleicht nur dann überhaupt irgendwas Sinnvolles, wenn es auch nötig ist. Der korrigiert nur den verbleibenden Fehler. Wenn da kein Fehler mehr ist, dann geht hier alles außen rum. Dann braucht der hier innen nichts mehr zu machen. Die zweite Interpretation ist die, dass ich beim Backpropagation natürlich hier um meine Layer rumkomme und damit de facto meinen Fehler sehr viel einfacher durch ein tiefes neuronales Netz propagieren kann, weil ich ihn gar nicht durchpropagieren muss. Der Fehler kann im Prinzip alle Schichten umgehen und deshalb bekomme ich auch für sehr tiefe neuronale Netze noch funktionstüchtige Gradienten. Also beide Interpretationen kann man bemühen. Auf jeden Fall funktioniert es. Und was ich aber hier auch wieder brauche, ist da, wo ich addiere, also ich addiere einfach hier den Input mit dem Output der Self-Attention, dann werden natürlich meine Zahlen größer, einfach numerisch größer. Und um das wieder zu korrigieren, um aufzupassen, dass das neuronale Netz mir einfach numerisch um die Ohren fliegt, dass es stabil bleibt, mache ich hier eine Normalisierung. Kann man eine Batch-Normalisierung machen. Üblicherweise macht man an der Stelle hier im Transformer layerweise Normalisierung. Also man normalisiert nicht über die Batch, sondern man normalisiert über den Layer. Sie können es mal ausprobieren, so rum oder so rum. Ja, kann man beides machen. Typischerweise nimmt man hier die Layer Normalization und hier auch eine Layer Normalization. Ja, also die Residual Connections noch rein. Und damit haben wir es aber, oder? Genau, das ist er. Ja, das ist ein Encoder-Layer und von dem nehmen wir jetzt einfach viele untereinander und dann haben wir unseren Encoder und Transformer im Kasten. Hier entsteht wieder unser Transformer. Also, der Encoder haben wir. Ja? Vorbereitung, hier kommen mehrere dieser Layer, die ich Ihnen gerade erklärt habe. Am Ende kommt ein State raus. So, jetzt brauchen wir einen Decoder. Das sieht ganz genauso aus. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ja? Der Decoder muss als erstes mal seine Zielsprache lernen. Der muss also wieder Multi-Head Self-Attention machen auf der Zielsprache. Genau das gleiche wie vorher. Mit Residual Connection. Und er braucht natürlich auch wieder unser aufgeblasenes neuronales Netz, um hier unten ein bisschen Plastizität reinzubringen. Und auch hier natürlich habe ich einen Pfeil vergessen, auch wieder die Residual Connection dazu. Und da dazwischen, da spielt die Musik, weil jetzt kommt natürlich die Überkreuzung mit dem Decoder. Das heißt, jetzt gehen wir her und nehmen die Query aus dem Encoder und aber die Keys und die Values aus dem Encoder. Ja, also der Decoder gibt vor, was wir wollen, aber aus dem Encoder nehmen wir Values und Keys. Und jetzt machen wir die Multi-Head-Attention mit der Query der Zielsprache, aber auf die Datenbank, auf die Keys und auf die Values von meinem Encoder der Query. Das macht die Übersetzung. Ja, also wir haben hier einen Zustand. Ja, wir haben hier einen Zustand und diesen Zustand, für den suchen wir jetzt
Was ist wichtig im Zustand von unserem Encoder, um den hier zu erklären? Hier findet das Übersetzen statt. Ja, und da unten hier habe ich jetzt mein Pfeil auch wieder drin stehen. Ja? Und auch hier geben wir die Möglichkeit, lassen wir die Möglichkeit zu, dass die Residual Connection das überspringt. Ja, wenn vielleicht in einem Layer das gar nicht wichtig ist. Also, das ist der Decoder. Und das ist in der Google-Darstellung, ja, vom berühmten Paper, All You Need Is Attention, so wie die Google-Leute das zeigen. Die malen es wieder von unten nach oben, statt von oben nach unten. Machen die halt so, muss man sich daran gewöhnen. Das ist genau das, was ich Ihnen auch gezeigt habe. Ja? Wir haben hier die Multi-Head-Attention, da die Multi-Head-Attention, hier die Residual-Connection, hier die Attention, die eigentlich übersetzt. Ja? Und hier oben jeweils unser kleines Perzeptron, unser Zwei-Layer-Perzeptron, das die Plastizität reinbringt. Das sind eigentlich die Parameter, die trainiert werden, ja? Die dafür sorgen, dass diese Attention-Multiplikationen irgendwie Sinn machen. Ganz am Schluss kommt dann einfach noch eine Dense-Schicht hinten dran, ein Predict-Layer, ja? Der als Ausgabe einen Vektor liefert, der so lang ist, wie viele ich Tokens habe. Also wenn ich 20.000 Worte habe, habe ich 20.000 Tokens, dann gibt mir dieser Linear-Layer einfach einen Vektor der Länge 20.000 aus und dann kann ich wieder schauen, wo ist die größte Zahl, zack, und das ist es. Wie immer, ja, ganz normal. Also, Sie sehen, eigentlich eine ziemlich komplizierte, knifflige Architektur, aber eigentlich auch gar nicht. Es ist alles 0815 Standard, was da drin steckt. Da ist nichts irgendwie drin, was tatsächlich kompliziert ist. Nur eine gute Idee. Eine Sache fehlt noch, nämlich hier steht maskierte Self-Attention. Was soll das? Warum maskiert? Naja, ich packe hier in meinen Decoder ja eigentlich einen ganzen Satz rein. Ja, Start I love Julia, stecke ich rein und ich sage, trainiere das bitte auf I love Julia Stop. Wenn ich das mache und ich stecke ja den ganzen Satz hier rein, da brauche ich nicht diese ganze Maschine. Ja. Da reicht eine Stufe Perzeptron, damit das Ding lernen kann, aus diesem Satz den Satz zu machen. Und dann lernt das Ding auch nicht übersetzen und gar nichts, sondern mein neuronales Netz geht immer den einfachsten Weg. Es ist ein Streber, der das Einfachste lernt, was ich ihm lernen, was es an Möglichkeiten findet. Und wenn ich ihm direkt vorgebe, mach bitte aus I love Julia, ich aus I love Julia, I love Julia, dann macht er das, zack, und fertig. Also, ich muss aufpassen, dass in dem Moment, in dem das Ei hier entsteht, der Bursche dieses Ei und auch das Love Julia nicht kennt. Ja, ich muss also dafür sorgen, dass während des Durchmultiplizierens hier die Attention-Faktoren, die Self-Attention-Faktoren hier auf alles, was weiter hinten in der Sequenz ist, null ist. Ich zeige es Ihnen mal. Ja, das habe ich schon erklärt. Ja, das habe ich schon erklärt. Ja, ich muss dafür sorgen, das ist meine Self-Attention. Ich muss dafür sorgen, dass wenn ich hier das Ei vorhersage, alles andere, hier soll das Ei vorhergesagt werden, da muss alles außer dem Start muss maskiert sein, dann wird die Attention null, dann spielt es keine Rolle. Und was geht da noch ein hier? Dann geht für das erste Ei geht ein nur der Start-Token und der Zustand vom Encoder. Start-Token und Zustand von Encoder muss reichen, um ein Ei vorherzusagen. Ja? Start-Token und Zustand von Encoder. Und um das Love vorherzusagen, da darf jetzt das Ei mit dabei sein, aber sonst auch nichts. Und das Schöne ist, das geht tatsächlich auch. Ja? Wenn ich
meine Self-Attention auf diese Art und Weise maskiere, man sagt dazu, das ist eine Look-Ahead-Mask oder eine Peek-Ahead-Mask, also eine Vorwärtsspiegeln-Maske, die verhindert das Vorwärtsspiegeln vom neuronalen Netz, dann funktioniert das tatsächlich. Und wenn ich einfach meine Attention-Faktoren wieder maskiere auf die Art und Weise, dann kann ich tatsächlich die gesamte Sequenz auf einmal durchmultiplizieren. Und da die Attention 0 ist, ist das ausgeblendet, weiß das neuronale Netz an der Stelle das tatsächlich nicht. Ja. Zusätzlich brauche ich immer noch mein Padding. Ja, hier habe ich ja noch gepaddet. Das heißt, die Padding-Maske brauche ich auch noch oben drauf. Ja. Aber da gilt wie immer genau das Gleiche. Also, die Peek-Ahead-Mask, die ist eine Dreiecksmatrix. Sie haben es gesehen. Und es gibt in allen vernünftigen Programmiersprachen irgendwo eine Triangular-Matrix-Funktion, mit der man solche Dreiecksmatrizen machen kann. Deshalb verwende ich die hier auch einfach. Ja, und so sieht meine Triangular-Matrix hier aus, die einfach aus einzelnen Nullen besteht. Okay. Die Decoder-Matrix für die Zielsprache muss eben dann kombiniert sein. Die Padding-Matrix, die ich immer brauche, plus diese Peek-Ahead-Matrix. Und ich habe es hier mal gezeigt. Also ich mache eine Padding-Matrix, ich mache eine Peek-Ahead-Matrix und nehme hier mal einfach einen Vektor aus irgendwelchen Tokens. Und wenn ich jetzt die Matrizen erstelle, dann sieht man, das eine ist so eine Dreiecksmatrix, das andere ist die gepaddet ist, und wenn ich die zusammen mache, dann nehme ich einfach das Maximum aus beiden und dann bekomme ich hier diese Matrix. Also, will ich, ja? Und los geht's. Jetzt können wir trainieren. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Ja, wir verwenden fürs Training einen möglichst großen Korpus. Wir brauchen möglichst viele Sätze. Eine relativ gute Quelle sind diese Tatoeba-Korpi. Da gibt es zum Beispiel einen Deutsch-Englisch-Korpus, der hat etwa 250.000 Sätze. Das ist natürlich bei weitem noch nicht genug, um wirklich gute Übersetzer zu trainieren. Aber wir wollen mal sehen, ob mit diesem Transformer vielleicht doch da schon was ganz Gutes dabei rauskommt. Genau. Ich entferne hier die ersten 20.000 Sätze, weil das sind ganz kurze, nur ein Wort lang. Die wollen wir vielleicht nicht unbedingt haben. Ich hänge noch hier meine Standardsätze hinten dran. Dann mache ich mit dem Word-Tokenizer aus dem Helferlein-Paket ein deutsches Vokabular und ein englisches Vokabular. Und dann nehme ich diese beiden Vokabulare und tokenize alle Sätze. Ja? Also ich mache einfach einen... Ich rufe das englische und das deutsche Vokabular auf und mache mir die ganzen Sätze. Dann mache ich mit Sequence to Sequence Mini-Batches, hier der Länge 14. Die müssen für den Transformer alle gleich lang sein. Das heißt, da muss truncated werden. Das heißt, die länger sind, werden abgeschnitten. Sätze, die kürzer sind, werden gepaddet, damit alles 14 lang ist. So, und dann baue ich mir meinen Transformer. Ja, da gibt es auch diesen vorbereiteten Transformer schon. Die komplette Implementierung von dem Ding, die zeige ich Ihnen hier in der Vorlesung nicht. Dazu gibt es ein extra Video-Tutorial, das Sie sich aber gerne anschauen können. Dauert etwa eine Stunde und da programmiere ich Ihnen in Echtzeit das Ding von oben bis unten vor, damit Sie sehen, dass man das tatsächlich einfach vom Scratch programmieren kann. Logisch, das sind ja nur Fully Connected Layer und Matrix-Multiplikation. Also das ist nicht allzu schwierig, das zu programmieren. Dann trainiere ich einfach mal so First Guess irgendwelche Parameter. Ich nehme einen Atom-Optimierer, eine Lernrate und trainiere mal los. Und dann geht meine Folie nicht weiter. Doch, bekomme ich so eine Lernkurve. Das heißt, Sie sehen, da passiert gar nichts. Ja. Accuracy ist bei 0 komplett. Die Lernkurve
Der Loss bleibt gleich, aber na, er bleibt nicht ganz gleich. Es gibt so manche, so ein bisschen Zappler gibt es ab und zu. Was ist da los? Warum trainiert das Ding nicht? Habe ich was falsch gemacht? Naja, schauen wir uns mal an, was wir tun. In unseren Layern, wir nehmen den Input, wir nehmen zufällig initialisierte Dense Layer, erzeugen unser KQV, machen ein bisschen Multiplikation hier drin, machen nochmal einen Dense Layer. Was soll das Ganze? Ja, wie soll das in der Lage sein, irgendwas zu trainieren? Das heißt, da wird zwar ein Gradient entstehen, dann werden irgendwelche Gewichte verändert und dann entsteht ein anderer Gradient und am Ende kommt eben so ein Gezappel raus. Und es trainiert nicht weiter. Das sieht ein bisschen so aus, wie der Zustand, den wir bei unseren anderen neuronalen Netzen am Ende hatten. Ja, wenn wir am Ende vom Training waren und das echte Minimum finden wollten, dann ist es uns auch passiert, dass es da immer so gezappelt ist und nicht runtergegangen ist. Ja, da war das Problem, dass die Lernrate zu groß ist. Ja, bei einer zu großen Lernrate bin ich einfach immer rausgehüpft aus meiner Potenzialmulde oder aus meiner Fehlermulde und konnte das Minimum nicht finden. Und da war die Lösung, die Lernrate zu verringern. Da wir hier ja schon ein Gezappel haben, könnte schon sein, ja. Wir kriegen hier einen Gradienten, aber wenn jetzt die Lernrate zu groß ist, hüpfen wir aus diesem kleinen Gezappel schon wieder raus. Ja. Hier in der echten Darstellung, in der echten Kurve, sehen Sie, die Zappler sind ziemlich klein. Das heißt, die Schritte, die wir machen dürfen, um jetzt hier irgendwo so einem Gradienten Richtung kleinerem Loss zu folgen, die Schritte müssen natürlich relativ klein sein. Ja. Nur wenn die sehr klein sind, kann ich hier diesem Folgen. Wenn ich zu groß bin mit meinem Schritt, dann hüpfe ich ja schon weg und bin ganz woanders wieder. Also, was würde passieren, wenn wir hier mit einer ganz kleinen Lernrate trainieren? Dann könnten wir zum Beispiel an der Stelle vielleicht ein bisschen nach unten gehen hier. Und noch weiter und noch weiter. Das Problem an der Sache ist natürlich, wenn wir mit der winzig kleinen Lernrate rangehen, dann müssen wir ewig lang trainieren. Aber wenn wir mal in unserer Fehlerkurve, in unserer Losskurve so eine Mulde haben, dann hüpfen wir da ja auch nicht mehr so schnell raus. Das heißt, dann können wir tatsächlich auch vielleicht die Lernrate wieder vergrößern. Okay. Ja, Sie sehen, was ich Ihnen hier aufgemalt habe, schematisch ist der Loss nicht gegen die Zeit, sondern gegen ein Gewicht. Ja? Wir dürfen nur ganz kleine Sprünge machen, sonst hüpfen wir quasi auf die nächste Welle und können hier nicht optimieren. Sobald ich die Mulde habe, darf die Lernrate größer werden. Das heißt, wir brauchen eine Lernratenstrategie. Ja, die Lernratenstrategie sieht wie aus? Die sieht so aus, dass wir mit einer winzig kleinen Lernrate hier beginnen müssen. Und dann langsam größer werden. Und dann sind wir irgendwo dort, wo wir ganz normal trainieren können, wie sonst auch. Das heißt, wir trainieren eben mit einer bestimmten Lernrate und die machen wir vielleicht am Schluss dann auch wieder langsam kleiner, so wie wir es sonst auch gewöhnt sind. Ja, aber wir brauchen so eine, man sagt, wir brauchen eine Warm-up-Phase mit einer winzigen Lernrate, damit dieses sich selbst aus dem Sumpf ziehen, wie der Baron hier, damit das funktioniert. Das geht nur, wenn wir ganz fein anfangen und quasi den ersten Ansatz finden, der funktioniert. Wo ist dieser Ansatz? Das spielt keine Rolle. Ja, da sind wir wieder da, wo man sagen kann, es gibt eben nicht die eine Lösung beim neuronalen Netz, den einen Zustand, die eine Einstellung aller Gewichte, sondern es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann es an der Stelle machen oder an der oder an der oder an der oder an der oder an der. Das wird auch jedes Mal woanders passieren, aber das spielt keine Rolle. Egal wo das passiert, an irgendeiner Stelle kann ich beginnen zu optimieren. Ich bekomme dann ein anderes neuronales Netz, aber die funktionieren alle. In dem Moment, in dem die Optimierung loslegt, egal an welcher Stelle, kann ich das hier machen. Okay, wie setze ich das um? Im Helferlein-Paket geht es ganz einfach. Sie erinnern sich vielleicht, im Helferlein-Paket gibt es diese TP-Train-Funktion, mit der wir TensorBoard-Training machen können. Und da gibt es einen Lernraten-Decay. Ja, da kann ich angeben die Lernrate, LR, und ich kann angeben den Decay.
Und was Helferlein macht, ist nichts anderes. Es verändert die Lernrate vom Startwert zum Zielwert. Das heißt, die K, weil man das normalerweise benutzt, um die Lernrate zu verringern, ich kann einfach hier eine größere Zahl angeben als Zielwert und dann macht er die Lernrate größer. Ja, und ich mache jetzt einfach hier zwei Trainingsläufe, nämlich einen mit einem Decay, der fängt bei einer ganz kleinen Lernrate an und wird dann langsam größer auf eine relativ große Lernrate, 2 mal 10 hoch minus 4. Und dann gehe ich von 2 mal 10 hoch minus 4 wieder runter um Faktor 10 auf 10 hoch minus 5, damit ich eben das Minimum dann aufholen kann. Wenn wir das machen, hier der Output von TensorBoard mal dargestellt, dann sehen Sie, jetzt funktioniert es. Ja, jetzt bekomme ich tatsächlich hier in Blau die Warm-up-Phase und in Rot dann das Feintraining noch hinten dran. Und Sie sehen, das trainiert immer weiter noch. Der Loss geht langsam runter, beziehungsweise die Accuracy, die geht auch bis zum Schluss noch langsam. Also, das funktioniert. Wunderbar. Wie gesagt, die genaue Implementierung und das Ausprobieren ist in den extra Programmiertutorials mit drin. Also schauen Sie sich die jetzt an. Deshalb habe ich hier jetzt die Folie. Ja, jetzt kämen eigentlich diese Tutorials, die zwei, damit Sie sich die Implementierung und die echte Umsetzung mit Julia, KNET und Helferlein-Paket anschauen können. Und vielleicht, wenn Sie mögen, können Sie es ja übertragen auf Python oder auf irgendeine andere Plattform, die Sie eben gerade nutzen. Was uns jetzt fehlt, ist noch die Vorhersage, die Prediction. Ja, wir wollen ja nachher tatsächlich Sätze übersetzen lernen. Und was wir konzeptionell dazu tun müssen, ist ganz einfach, logisch. Wir nehmen unseren Satz in der Quellsprache, ihr Deutsch, jagen den durch den Encoder durch, bekommen dann den Kontext, ja, den Encoder, State. Dann legen wir hier wieder unser Start an und jetzt wollen wir hinten den englischen Satz bekommen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass unser Transformer ja mit Attention-Matrizen arbeitet und wenn ich hier mit einer 1x1-Matrix reingehe, mit meinem Start, dann bekomme ich auch eine 1x1-Matrix hinten raus, ja, weil die Matrizen bleiben immer gleich groß, die Tensoren bleiben immer gleich groß. Das heißt, wenn ich mit der 1x1-Matrix reingehe, komme ich mit der 1x1-Matrix raus. Ich kann nur ein Wort erzeugen. Ja. Gut, ist aber nicht so schlimm. Wenn es trainiert hat, dann müsste er bei Start im Kontext von diesem Encoder-State, müsste er da oben ein Ei erzeugen. Ja? Das erste Wort. Und was muss ich jetzt machen? Ja, jetzt muss ich das Ei da hinten dranhängen. Und nochmal in meinen Transformer reingehen, jetzt mit einem Vektor, der 2 lang ist, und dann bekomme ich auch 2 hinten raus. Ja, und dann bekomme ich I love hinten raus. Also immer das nächste Wort quasi. Jetzt muss ich mit Start I love reingehen, mit 3 Worten, und dann bekomme ich 3 Worte hinten raus. Dann gehe ich mit 3 Worten rein, und dann bekomme ich, wenn es funktioniert, 3 Worte raus, noch mit dem Stop oder dem End-Token. Dran. Das heißt, für die echte Prediction brauche ich auch beim Transformer wieder einen Loop. Ich muss wieder Wort für Wort erzeugen. Das ist nicht ganz so dramatisch, weil den Encoder, den muss ich nicht jedes Mal neu rechnen. Der Encoder-State bleibt ja immer gleich. Das heißt, ich muss nur den Decoder loopen, um die Übersetzung zu machen. Für das Ganze gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann es entweder so machen, wie ich es hier gemacht habe. Das heißt, ich lasse mir immer den ganzen Satz vorhersagen. Ich könnte auch hergehen und quasi jedes Mal sammeln und immer nur das letzte Wort, das letzte Token dazu schreiben und mir das aufsammeln. Das ist je nach Anwendung. Bei manchen Anwendungen funktioniert es besser, wenn man das einzeln macht. Bei anderen Anwendungen funktioniert es besser, wenn man immer den ganzen Satz reinpackt. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich immer den ganzen Satz hier wieder reinpacke, dann ist es durchaus möglich, dass er da vorne noch was ändert wieder. Ja, das heißt, wenn hinten im Satz andere Worte kommen, eine andere Bedeutung kommt, kann es sein, dass er vorne wieder was ändert. Und das ist natürlich klasse, weil damit
sind wir weg von diesem Falltür-Algorithmus, den wir ja bei den rekurrenten Netzen hatten. Ja, ich habe immer das Bild im Kopf, der Ball hüpft die Treppe runter und da, wo er vorbeigehüpft ist, das ist vorbei, da ist nie mehr was zu machen. Das ist ja nicht so. Da kann da jedes Mal der ganze Satz neu übersetzt wird, kann der Transformer tatsächlich ganz am Schluss auch noch mal was ändern, was vorne in der Sequenz war. Ja, das ist ziemlich gut. Also, das ist der Prediction Loop und damit haben wir es eigentlich im Kasten. Wenn Sie vorher gut aufgepasst haben, haben Sie gesehen, dass das Training im TensorBoard dargestellt relativ lange gedauert hat. Ja. Die Transformer sind tiefe neuronale Netze, große neuronale Netze, entsprechend dauert das Training sehr lange, vor allem, weil ich auch noch mit dieser kleinen Lernrate natürlich arbeiten muss. Das heißt, Transformer sind zunächst mal eher langsame neuronale Netze. Allerdings muss das nicht so bleiben. Man kann sicherlich hier eine ganze Menge machen, um das zu verbessern. Dazu später mehr. Zunächst mal, es sind alles Matrix-Multiplikationen. Das heißt, die sind perfekt für GPUs geeignet. Das macht die Sache natürlich erträglich. Und man kann an vielen Stellen das Ganze optimieren. Das Training bleibt immer relativ langwierig, aber die Prediction kann man relativ gut beschleunigen, weil man zum Beispiel den Encoder eben nur einmal berechnen muss und nicht jedes Mal im Loop. Die Aussage, ja, habe ich schon öfters mal getätigt, große Netze sind schneller als kleine Netze. Eine Epoche oder ein Trainingsschritt dauert zwar länger beim großen Netz, aber dafür konvergiert das Netz schneller. Es trainiert schneller, es lernt schneller, es passt sich schneller an. Das heißt, das spricht dann wieder letztendlich für die großen Transformer. Das heißt, wenn wir einen neuen Transformer entwickeln, dann ist es zunächst mal eigentlich eine gute Idee, eher mit einem großen Ding zu starten, der sehr schnell das lernen kann, was er lernen soll. Die Mini-Batch-Size macht natürlich was aus. Die muss gut auf die GPU passen, wie immer. Ja, man muss eben schauen, wie viel Zeit brauche ich pro Epoche, beziehungsweise wie viele Epochen brauche ich insgesamt, also wie viel Echtzeit muss ich investieren. Zur Optimierung bei Transformern gibt es verschiedene Wege. Da wäre eine eigene Vorlesung, das zu machen. Vielleicht machen wir das mal oder wir machen vielleicht mal ein Tutorial darüber. Also eine Möglichkeit, die relativ häufig verwendet wird, ist, dass man die Rechengenauigkeit verringert. Es ist gar nicht nötig, mit Flow 32 zu arbeiten. Man kann vielleicht auch mit 16-Bit oder 8-Bit-Genauigkeit nur arbeiten. Damit wird die Rechengeschwindigkeit natürlich entsprechend größer. Man kann die Netze prunen, also die Layer enger machen, kleiner machen. Und damit ist es tatsächlich möglich. Es gibt heute Transformer-Implementierungen, die zum Beispiel auf so einem Embedded System, so einem kleinen Rechner rein, problemlos laufen, zumindest für die Prediction. Ja, das Training würde ich da nicht machen, aber für die Prediction läuft es auf so einem Ding und das reicht ja. Ja? Denn ich brauche ja ein Embedded System nur für die Anwendung und nicht fürs Training.